Hallo und herzlich willkommen bei M2's Ist. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Juhu! Ja, doof mit den Zweigen, ne? Für Leute, die Folgenhopping betreiben. Es gibt ja Leute, die gucken gar nicht alle Folgen, was immer ein bisschen schwierig ist. Und dann fragen sie mal, ja, wieso denn bloß? Ja, wieso denn bloß? Ja, wieso denn bloß? Leaf brauchen wir, glaube ich, nicht. Sage ich jetzt, oder brauchen wir hinter 1000 Leaves? Wir haben den Sound fast fertig, aber leider ist dann was dazwischen gekommen. Und jetzt haben wir immer in zwei Folgen mal, hier haben wir zwei Folgen mal die Foliage drin gehabt. Foliage. Das ist natürlich jetzt, ja. Und jetzt müssen wir Zweige. Ich habe echt gedacht, ich will halt diese blöden Zweige nicht sammeln. Es ist hoffentlich, sehr wahrscheinlich, ganz bestimmt das letzte Mal, dass wir das machen müssen. Trotzdem ist es halt super lästig. Ach stimmt, das letzte Mal habe ich das zwischen den das vorletzte Mal habe ich das zwischen den Folgen gemacht. Das letzte Mal, habe ich dabei ewig viel gelabert. Und, habe dabei einfach ein bisschen erzählt. Und da habe ich ein bisschen über den PC erzählt, ne? Über den neuen PC mit Bluescreen und so weiter, bla bla bla. Und, dann schrieb jemand, dass er hier zuschaut wegen Mist, aber nicht wegen meinen scheiß privaten Geschichten. Und, ja, also auch in dem Ton, ne? Also, dass er hier zuschaut, weil er das Spiel sehen will. Und meine privaten Geschichten soll ich mir, ja, so sagen wir mal zwischen den Zeilen, kann ich mir gerne klemmen. Und dann denke ich mir, lieber Teilnehmer im Internet, ja, du befindest dich hier auf meinem Channel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und natürlich musst du damit rechnen, wenn du auf dem Channel von jemandem bist, dass der vielleicht auch mal von sich erzählt oder vielleicht auch mal den Content so gestaltet, wie es ihm gerade so gefällt. Zum Beispiel auch bei das Erdeklatschen bei Minecraft, wo wir natürlich immer viel erzählt haben und generell immer so diese Zwischenstation bei vielen Spielen, wo man einfach mal ein bisschen grinden muss, was halt einfach dazugehört. Dann wird einfach zwischendurch streckenweise ein bisschen was erzählt über ein Thema. Ganz easy, wie es halt ganz normal ist. So, und wenn jemand nur das Spiel sehen will, ganz ehrlich, YouTube ist groß genug. Da gibt es wirklich viele, viele Videos. Ich glaube, viele sind inzwischen auch viel weiter als ich, weil viele natürlich viel fokussierter spielen. Die bauen sich da keine Basis zusammen mit dem Zaun, die suchen nicht ewig Zweige und so weiter. Da ist die Vielfalt wirklich mannigfaltig. So, ne, wollte ich nur sagen, also, wer hier auf den Channel kommt, um konzentriertes, also wirklich Gameplay-Konzentrat zu sehen, ja, da muss ich mich leider entschuldigen. Das ist der falsche Ort dafür. War er aber auch schon immer. Das war hier nie das Konzept. Wer das hier erwartet, ist leider falsch. Das kann man natürlich gerne erwarten. Aber dann liegt das Problem leider auf der anderen Seite des Monitors. Da kann ich nichts für. So. Also wenn Leute hier mit gewissen Erwartungen herkommen, die nicht erfüllt werden, das tut mir natürlich wahnsinnig leid. Aber ich bin gar nicht dafür da, alle Erwartungen zu erfüllen. Das könnte ich auch gar nicht. Habe ich mal probiert, damals bei Minecraft. Ist immer in die Hose gegangen. Es allen recht zu machen, funktioniert nicht. So, und aufgrund der doch sehr rigorosen Unhöflichkeit, ja, das war, wie gesagt, in einem sehr deutlichen Ton geschrieben, sage ich mal, schreibt der junge Mann seine Kommentare in Zukunft wahrscheinlich andernorts. Hier wird es zumindest nicht mehr so gehen. Und das liegt dann aber nicht daran, das liegt natürlich nicht daran, dass die Kommentare so, dass der Kommentar so deutlich war, sondern das liegt natürlich daran, dass ich kritikunfähig bin. So, daran natürlich. So, ich werde auch weiterhin, ganz kurz, da bin ich wirklich kritikunfähig, ich werde weiter meine kleinen Geschichten erzählen. Nur, damit ihr das wisst, ganz ehrlich, ich sehe es sogar umgekehrt. Ich finde sogar, dass ich die letzten Jahre zu wenig Geschichten erzählt habe. Das war früher viel mehr. So ein paar Schwenks aus dem Leben, so ein paar Sachen, so ein bisschen Popkultur und so weiter. Das war früher viel, viel mehr, dass man mal Sachen aufgegriffen hat. Ich erinnere mich wirklich noch an Minecraft mit Erdeklatschen, wo wir dann über Rainer Kallmund geredet haben und so weiter. All diese Sachen. Und Dschungelcamp und was nicht alles, irgendwelche Alben, die released wurden. Wir haben über alles geredet. Und das machen wir inzwischen gar nicht mehr. Inzwischen tendiere ich eher dazu, das zu sagen, was ich eigentlich die ganze Zeit gerade mache. So, das wäre jetzt zum Beispiel eben beim Zweigesammeln. So, da drüben liegt noch einer. Da drüben liegt noch einer. Wo liegt denn hier noch einer? Oh, das ist keiner. Da liegt noch einer. Ne, das ist so, das wäre schade. Das will ich nicht. Fehler mache ich auch. Ja, also, nur ganz kurz dazu. So läuft das hier. Punkt.
Da gibt es auch kein Gezeter und Gemoser. Da muss man wohl mal sagen, wie das hier funktioniert. Da gibt es auch keine Diskussion. So, wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Muss ja auch mal sein. Gut. Sonst haben wir nämlich sowas hier bald wieder. Und das will ich nicht. Okay. Ne, wie gesagt, das war bei Minecraft damals auch so schlimm. Da wollte ich es irgendwie allen recht machen. Und dann, je länger wir gespielt haben, noch die allererste, ne, die zweite Staffel war das ja. Je länger wir gespielt haben, das war irgendwann Folge 1200, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Und die Kommentare wurden dann auch immer fordernder und dann sollte immer alles gemacht werden, was die jeweilige Person gerade wollte. Und dann gab es halt 1000 Baustellen. Ich habe versucht, alles irgendwie hinzukriegen. Und wie das im Leben so ist, wenn man versucht, alles hinzukriegen und oder es allen recht zu machen, dann kriegt man meistens gar nichts mehr hin und oder kann es niemand mehr recht machen. Und oder bleibt dabei meistens selbst auf der Strecke. Und das ist eine Sache, die muss man wahrscheinlich lernen. Gerade auf YouTube muss man die lernen. Gerade am Anfang, wenn man froh ist, natürlich, dass Zuschauer überhaupt da sind, dass sich das überhaupt jemand anguckt, muss man ja auch immer noch sein. Egal, wie viel Abozahlen man hat, man muss trotzdem froh sein, dass die Leute sich das angucken. Aber obwohl das so ist, darf sich diese Dankbarkeit halt nicht dahin entfalten, dass man das macht, was die Zuschauer wollen. Denn das ist immer alles auf einmal. Wenn ich danach gehe, müsste ich jetzt auch alles auf einmal spielen. Alle Spiele auf einmal spielen. Und ist auch so ein Problem. Ich hatte zwischendurch dann 9 Spiele auf einmal. Ich weiß noch, da war man in L.A. im Hotel. Saß ich im Hotelzimmer an so einem Not-Setup. Und eigentlich hätte ich dann, wir waren am Venice Beach und eigentlich hätte ich das genießen sollen. Ich hätte öfter rausgehen sollen an den Strand, hätte einfach mal die Sonne genießen sollen, öfter mal hier und da was trinken gehen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich den ganzen Tag wochenlang im Hotelzimmer eingesperrt, habe nur aufgenommen. Tropico damals, glaube ich, dann ein Wolfenstein-Teil und so weiter. Ich habe nur aufgenommen. Nichts anderes gemacht. Ich habe wirklich nichts vom Strand gehabt oder sonst irgendwas. Und das meinte ich mit, man bleibt auch selbst auf der Strecke. Und dann hat man 9 Folgen pro Tag auf dem Channel. Ich war, glaube ich, das Maximum. Und das Problem dabei ist aber, dass das halt auch keiner gucken kann. Und dann kommt auch keiner mehr hinterher. Und dann will das auch keiner mehr gucken. Das Gefühl habe ich manchmal bei Livestreams, weil wir so lange Livestreams machen, 16 Stunden. Wir streamen zwar nur einmal die Woche, aber dann irgendwie 16 Stunden, habe ich auch das Gefühl, dann kommt einfach keiner hinterher. Und bei den meisten, die wissen wahrscheinlich immer noch nicht, viele sind immer noch erstaunt. Wie lange streamen wir jetzt schon? Lass mich überlegen, ich weiß gar nicht, 4 Jahre? Jeden Freitag, seit 4 Jahren, oder beziehungsweise freitags ja schon länger, weil LPT war ja auch mal freitags ab 18 Uhr. Und Leute sind immer noch erstaunt, die wissen das gar nicht. Ich bin schlecht im Werbung machen. Ich bin ganz schlecht, wir haben übrigens auch einen Podcast, nur für Leute, die es noch nicht wussten, lese ich auch immer wieder, ihr habt einen Podcast? Ich sag immer nie was zu den Themen, wir machen die einfach immer irgendwo und dann poste ich jetzt mal auf Twitter und denke mir, das reicht. Ich hoffe, das war nicht zu viel Werbung, dass ich jetzt einmal auf Twitter gepostet habe. Ja, ist eigentlich doof. Ich müsste das alles viel mehr, viel cleverer bewerben. Ich sollte mir mal Gedanken darüber machen. Naja. Vielleicht schaffe ich das ja. Vielleicht ja auch ein Learning. So, jetzt den Zweig. Jetzt den Zweig. Jetzt den Zweig. Hier liegen noch mehr Zweige. Ein Zweig. Ein Zweig. Ich wurde übrigens geboren in Braunzweig. Oh Mann, ist der Witz weg. Ach Mann. Entschuldigung. Braunzweig war, ja, okay, das war... Der war auch wirklich tryhard. Der war richtig tryhard. So, Feder, juhu, ein Zweig. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich das schon erzählt? Ich weiß es gar nicht. Bei Life in the Woods, ne? Das war ja auch so, war eigentlich wie die zweite Staffel Minecraft ziemlich schnell abgebrochen, also nicht ziemlich schnell, sondern ziemlich schnell, die zweite Staffel Minecraft, ziemlich schnell nach 1200 Folgen, das war sehr schnell. Nee, aber sehr abrupt abgebrochen. Viele Leute wissen bis heute nicht warum. Auch, ich habe es natürlich ein paar Mal erzählt, aber dann nur im Stream. War damals abgebrochen, weil das gleiche eingetreten ist wie bei Minecraft Staffel 2 tatsächlich, dass wieder 1000 Leute 1000 Sachen gefordert haben. Und dann habe ich den Fehler gemacht, wir waren auf dem, war das der Roadtrip? Ich glaube, wir waren auf dem Roadtrip oder war das im Urlaub? Ich weiß es gar nicht. Also, Roadtrip war ja auch Urlaub, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Auf jeden Fall waren wir 3 Wochen weg und mit Ankündigung natürlich. Aber wie das mit Ankündigung so ist, die meisten kriegen es dann nicht mit und Alter. Dann kam ich zurück und dann war da irgendwie so ein,
ja, man kann eigentlich schon sagen, da gab es halt einen Shitstorm, dass ich gar nicht weitergemacht habe in der Zeit, wo ich nicht zu Hause bin. Und ich hatte dann... Hatte ich dafür vorproduziert? Nee, ich konnte nicht weiter. Ich habe das dann beim Stream aufgenommen und da die Streams ja ausgefallen sind, quasi wegen Urlaub, hatte ich das ja quasi pausiert. Und dann kam ich zurück und dann war aber auch Polen offen, obwohl das eigentlich angekündigt war, aber da war Polen offen. Heilige Scheiße. Und dann hatte ich genau die gleichen Vibes wie am Ende von Minecraft damals, also ganz damals. Und dann hatte ich einfach auch gar keinen Bock mehr, das weiterzumachen. So war das so... Das wirkt dann so... Ich weiß, vielleicht müsste ich da auch anders reagieren, aber... Ne, und man soll das alles nicht persönlich nehmen und man soll da drüber stehen und so weiter. Aber das geht ja leider nicht. Man selber hat ja dann auch natürlich, ne, man ist ja auch emotional, man ist ja auch ein Mensch und so weiter. Und dann denkt man sich manchmal einfach, wofür die ganze Scheiße? Wie machst du das überhaupt? Bla 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 bla. Musst du dir das überhaupt anhören und so weiter? Da macht's dann halt auch keinen Spaß mehr. Ne? Das ist ja wie manchmal bei den Kommentaren, bei irgendwelchen Sachen. Wenn das Backseat-Gaming sehr hart ist oder man nicht die Sachen macht, die Leute unbedingt wollen, wenn man nicht so skillt, wie die Leute wollen oder wie einige Leute wollen, dann ist natürlich oft mal Polen offen auch dann wieder, ne? Dann wird natürlich auch wieder groß debattiert, diskutiert. Er hört nie, er liest nicht die Kommentare, er macht nicht, was ich will, er spielt nur für mich. Das ist immer so ein bisschen, schwierig, wenn man dann einfach, ja, selber für sich spielt und vielleicht auch einen eigenen Stil entwickelt, der vielleicht auch manchmal beinhaltet, dass man vielleicht irgendein Gameplay-Element, was eventuell nicht im Tutorial erklärt wird, weil das Spiel schuld ist, so. Oder was ich vielleicht manchmal übersehe, weil ich hier vor meinem 2000-Zoll-Monitor sitze, nein, das stimmt so natürlich nicht, aber manchmal übersieht man einfach was. Vor allem, wenn man viel quatscht, übersieht man gerne mal was. Und weil man natürlich als Zuschauer auch immer diesen gewissen Beifahrereffekt, habe ich das immer genannt, als Zuschauer siehst du einfach immer viel mehr, als wenn du gerade selber spielst. Du siehst jetzt vielleicht im Augenwinkel gerade irgendwas, was mir entgeht. Vielleicht ist da gerade eine Figur, weil du sitzt gerade ganz entspannt, du musst dich gar nicht auf irgendwas konzentrieren. Nur ganz, ganz leger. Deswegen Beifahrereffekt, weil der Fahrer muss sich auf den Verkehr konzentrieren, vielleicht noch ein Gespräch parallel. Und der Beifahrer sitzt einfach ganz entspannt da und sieht natürlich viel mehr. Und sagt natürlich, oh, Vorsicht, da kommt einer. So, oder ne, weiß ja, wie das ist. So, deswegen nenne ich das mal gerne Beifahrereffekt. So, weiß gar nicht, worauf ich jetzt wieder hinaus wollte, weil ich einfach wieder zu viel quatsche. Noch ein Zweig und noch ein Zweig. Hier liegt noch ein Zweig. Da liegt noch ein Zweig. Und Blaubeeren. Von denen ich immer noch gern Smoothie hätte. Ein Schmutzi. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für Smoothie? Es gibt so viele englische Wörter, die so rübergeschwappt sind, wo ich gar nicht weiß, ob es dafür deutsche Wörter gibt. Ich meine, das ist ja kein Saft. Also es ist schon Saft, aber so ein besonderer Saft. Sonst kann man ja auch sagen, ist Juice. Aber da heißt das Smoothie. Der müsste im Deutschen... Nee, Schmutzi wäre vielleicht zu wörtlich übersetzt. Also nicht zu wörtlich, sondern zu oral übersetzt. O-H-R-A-L. Ja, weißt du schon. So dem Wortklang über. Das würde Weichi heißen, ne? Weichi? Ich glaube, oder Glatti? Nee, ich glaube, Weichi hört sich passender an. Zwei Weichis bitte. Zwei Weichis Himbeere. Smoothie. So, flupp. Da, wie lange denn inzwischen? Nicht, dass ich mich hier verquatsche. Okay, ich glaube, das wird... Wird das reichen? Ich weiß es noch nicht genau. Komm, ein bisschen machen wir noch. Vielleicht mal den Stamina-Balken doch ein bisschen malträtieren. Und dann gucken wir, dass wir lieber bald den Zaun bauen. Weil ich bin ganz ehrlich, mir geht's da wie euch. Ich bin nicht immer der beste Freund von diesen Grinding-Sachen. Das macht mir privat mal ganz, ganz viel Spaß bei WoW oder so. Einfach mal Kopf aus und einfach mal ganz sinnlos durch die Gegend grinden. Kann Spaß machen. Aber im Let's Play finde ich das immer eher störend, tatsächlich. Ich finde es selber halt auch störend. Aber andererseits ist dann immer die Krux, ich will es halt auch nicht... alles rausschneiden, weil dann würde ich die Hälfte vom Spiel wegnehmen. Weil die Hälfte bei Survival Games ist natürlich immer irgendwie grinden, Inventar sortieren, halt diese langweiligen Aufgaben zwischendurch immer. Survival Games leben da, glaube ich, zur Hälfte von. So. Okay, ich glaube, dann können wir gleich den Zaun weitermachen. So, ein paar Respawns, wie gesagt, ne? Also für Zweige, falls ihr selber Mist spielt, für Zweige, diese, und ihr wohnt, also wenn ihr in diesem Haus wohnt, die beiden Stellen immer dahin und dahin, immer da hin und her laufen.
Und ihr kriegt eigentlich relativ zügig ein paar Zweige zusammen. Federn hingegen, wenn ihr vielleicht Tipps habt, wo ich Federn finden könnte, ganz viele. Ich weiß aber die, naja, die brauchen wir schon. Ich wollte eigentlich noch viele Pfeile machen, bevor wir zum Banditencamp gehen, aber Federn. Hühner könnten, glaube ich, viele Federn abgeben, wenn wir Hühner züchten würden, ne? Wahrscheinlich würde das gut klappen. Aber wenn ich jetzt einen Huhn hole, da hinten, wo wir schon mal das andere Huhn geholt haben, dann müsste ich da halt komplett zu Fuß hinlaufen. Also ich könnte den Wagen irgendwo abstellen, müsste aber den ganzen restlichen Weg zu Fuß und den ganzen Weg dann zu Fuß wieder zurück. Ja, das wäre belastend. So, ich mache hier mal zu, falls es gleich neblig wird, dann kann mich hier keiner cachen. Und dann mache ich erstmal hier 16, 16, 16, 16, 6, okay. 102 haben wir. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, das wird auf jeden Fall reichen. Machen wir erstmal 64 wieder, ne? Hunger, Durst geht noch. Wir werden es überleben, glaube ich. Ach, Gott sei Dank. Bin froh, dass es nicht zu lange gedauert hat. So. Prima, das hat gut funktioniert. Mir fehlt das Themengequatsche übrigens. Habe ich schon gesagt, ne, dass mir das Themengequatsche ein bisschen fehlt. Habe ich eine Axt dabei eigentlich? Der muss weg. Der muss weg. Passenderweise habe ich natürlich keine Axt drin. Ne? Ich habe natürlich... Früher hatte ich das immer, jetzt habe ich das nicht mehr. Aber jetzt brauchen wir auch ein bisschen Platz. So, warte mal hier. So. Wo ist eigentlich Scott, der alte Rabauke? Es ist 11 Uhr, schläft er noch? Faules Schwein einfach nur. So ein faules Schwein! Wir den ganzen Tag schon am Sammeln und ich würde den NPCs halt so gerne auftragen, dass die diese Sachen sammeln sollen. Das muss unbedingt noch rein. Das muss unbedingt noch rein. Die NPCs sind so nutzlos. Bei Bäume fällen, ganz ehrlich, für ein bisschen Holz. Ich meine, gut, für den Wall, vielleicht... Hallo. Vielleicht dafür ganz gut. Aber ansonsten... So, okay, da kam nicht viel raus, aber ist auch egal. Ah ne, Quatsch, das war der Bogen. Ein Focht. So, dann würde ich sagen, wir bauen einfach schon mal drauf los. Bäm. Wäre auch schön, wenn man hier angezeigt kriegt, wie viele Components und Sticks man noch hat. Das wäre eigentlich ganz cool. So, Dehydrate. Okay, wie sieht's aus? Okay, ich esse und trinke erstmal was und dann machen wir den Zaun mal weiter. Wir kriegen den, ich glaube, wir kriegen den fertig. Bin ziemlich sicher. Das ging dann schneller, als ich dachte. Okay, ich hau mir mal das Fleisch von da rein. Ich glaube, Scott ist tot. Der war wahrscheinlich unfähig, selber zu essen. Ich muss vielleicht erwähnen, der war früher mal im Footballteam. Und hat dann die Pille ein paar Mal zu oft gegen die Oma gekriegt. So, da geht's wieder besser. Lecker. Schwein einfach. Faules Schwein. Solange du die Füße unter mein Dach stellst, arbeitest du hier. So, okay. Gut, da liegt schon wieder ein Zweig. Sehr großzügig heute. Aber das mit den Federn ist halt echt noch ein Problem, ne? Ich hoffe einfach mal, dass das gerade ist. Okay. Ich mache mal Folgendes. Ist das eine gute Idee, wenn ich hier schon mal an dieser Seite schon mal anfange? Ist das eine gute Idee? Ich sollte das von da aus machen und hoffen, dass das an der Wand verschwindet, ne? So. Da doch, sieht einigermaßen parallel aus. Okay, gut. Dann kriegen wir den heute fertig. Ja, 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 ja. So. Vielleicht können wir später noch ein Türchen reinmachen. Falls wir von der anderen Seite kommen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Ne? Oder vielleicht für... Ah, vielleicht für Scott, damit er hier Bäume fällen kann. Eventuell. Neblig ist es nicht geworden, ne?
Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. So, warte. Saving. Dann hier nochmal. Ich muss natürlich gucken, dass wir langsam da, ne, und so. Nein, kein Leben. Sehr gut. Muss nur gucken, wann wir rüber müssen. Ich glaube, einen machen wir dann noch. So. Dann müssen wir gucken, wie Felder gehen. Das weiß ich nämlich auch noch nicht so genau. Okay, das kriegen wir bestimmt einigermaßen dran. So, warte. Brit. Wenn man wirklich unendlich viele Components hat, kann man das ganze Feld hier in Sektoren aufteilen. Man hat da lauter Käfige, wo die Viecher drin sitzen quasi. Die spawnen ja quasi immer in diesen Dingern und können sich ja nicht wegbewegen. Aber ehrlich gesagt ist das, glaube ich, mehr hinderlich als nützlich. Hallo? Ja. Wird schon gehen. Wird es jetzt neblig? Es sieht immer neblig aus hier. So, ich würde dann vielleicht noch ein bisschen schräg nach quer machen, so ein ganz bisschen anschrägen. So. Ich hoffe, man sieht es dann nicht. Wahrscheinlich schon. So. Und da, so kriegt man den Tag halt auch rum. Ja, das könnte eventuell klappen. Durch die leichte Anschrägung kommen wir langsam in Richtung der Hauswand. Und ich hoffe, man sieht sie dann nicht wirklich. So, und auf jeden Fall kriegen wir den Zaun. Jetzt fertig. Was? Ah. Durch die leichte Anschrägung. Schwitz. Okay, gut, das hat nicht so richtig funktioniert. Okay. Also ich hoffe nicht, das Pathfinding kann nicht so gut sein, dass sie uns hier kriegen, oder? Ich mache mal die restlichen Sticks. 4 Sticks waren das immer. Oi, 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 oi. Okay, 38. So, okay, 1842. Dann können wir schon mal ein bisschen Licht anmachen. Ja, gut, das hier geht nicht mit so einer schönen Eleganz zu Ende. Leider. Ich hätte da vielleicht noch was ins Eck bauen müssen. Dann kann man nämlich, kann man sich das schön zurechtlügen. Ja, das klappt leider nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das sah irgendwie anders aus, als ich es in meinem Kopf gesehen habe. Wir machen das jetzt mal nicht so schön. Ja, bitte, bitte nicht beurteilen. Wir machen dann hier mal so. Da kommt ja auch niemand durch. Ergo sind wir fertig. Also wir haben es geschafft, ne? Ich wollte es nur sagen, wir haben es geschafft. Wir haben genug Platz für alles, glaube ich. Wir können die restlichen Components in Schränke investieren, das ist sehr gut. Vor allen Dingen, die ersten, die wir machen sollten, hier sollten wir noch 2 Stück machen. Huch, das war aber zu sehr ins Mikro gerade, wa? Okay, vielleicht machen wir hier mal... So. Ja, Components sind schon drin. Weißt du was, ich baue ihn jetzt erstmal irgendwo hin und dann können wir ihn immer noch dahin tragen. So. Huch. Weil man den hier halt nicht so sieht, baue ich ihn erstmal so daneben. Dann haben wir nämlich einen für Batterien, einen für Reifen und Zündkerzen und so. Wie gesagt, das teilen wir dann ein bisschen auf. Das ist schon mal ganz gut. Hier haben wir, glaube ich, genug erstmal. Jo, da haben wir genug.
Hier haben wir eh noch. Was ist hier eigentlich drin? Ah ja, stimmt ja. Meine sehr clevere Idee. Und dann wollte ich ja noch Munition craften. Wobei ich die, glaube ich, eher für die Hunting Rifle nutzen würde. Gunpowder und dann, ne, für die Hunting Rifle nochmal viel Munition und sowas. Und hier können wir nochmal upgraden, dann kriegen wir nur Granaten. Und ganz ehrlich, Granaten haben wir noch nie verwendet. Ich wüsste nicht mal, wie man die wirft. Wirft mit Ö. Okay, wir können jetzt hier alles offen lassen, außer da vorne natürlich. Theoretisch. Ich mach mal lieber zu, vorsichtshalber, falls da jemand spawnt. Hier haben wir zwei von den Dingern. Das heißt, wir können wieder Bandagen machen. Eine Flasche, zwei Zucker. Und wie gesagt, das wäre halt ganz cool, wenn ich da vielleicht die Flaschen und den Zucker, werde ich jetzt einfach hier draus. Weil wir brauchen die halt für nichts anderes. Dafür wäre es cool, wenn wir so eine Kisten hätten. Hier war das drin, da haben wir das drin. Das muss ja eh gemahlen werden. Sowas hätte ich gerne noch für Flaschen und Zucker für da draußen. Weil die großen Sachen will ich dafür nicht nehmen, die großen Schränke. Okay. Zwei Zucker, eine Flasche. Oder war das umgekehrt? Split one. Split one. Ich glaube, es war ein Zucker, zwei Flaschen, ne? Weil wir haben ja zwei Flaschen Alk danach. Zwei Flaschen Alk. Muss ja ein krasser Alkohol sein, wenn man eine Tüte Zucker dafür nur braucht. Ach ja, und 10 Liter Wasser. Ach, fuck, wie spät ist es? 20:34, das schaffen wir noch. 20:34. Ah, wir haben noch. Ah, wir haben noch. Alles sehr gut. So, dann kipp mal rein die Pampe. 10 Liter, let's go. So. Oh, Distel. Zack. Nächster Alkohol schon in Arbeit. Wie sieht's hier aus? 0,7 Liter. Dann haben wir wieder ein bisschen was hierfür. Läuft auf jeden Fall. Das Fässchen kriegen wir noch. Ja, weiß nicht, ob wir das voll kriegen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es voll kriegen will. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich glaube, die NPCs trinken immer noch nichts. Soweit ist das Update hier noch gar nicht. Dann haben wir noch ein paar Sticks übrig. Das ist sehr schön. Ciao, Stickies. Wir haben noch ein paar Federn. Ehrlich gesagt nicht sehr viele. Ein paar Lashings müsste ich vielleicht noch machen. Was ist mit dem Lehm? Was kann ich mit Lehm machen? Ich kann mich nicht erinnern, gesehen zu haben, wo wir den brauchen. Ist noch leer, ne? Genau. Kann mich nicht daran erinnern, wo wir den brauchen. So, warte. Der war halt heute original 3 Stunden nur wach, ne? Krasser Typ, richtig heftiger Arbeiter. Hat uns richtig weitergeholfen. So, zwei Tücher, zwei Dinger. Wenn wir das ein bisschen konzentrierter betreiben, dann sind wir diese Flut an Flaschen und Zucker auch los. Ich glaube, eine zweite Destille wäre halt echt schon praktisch, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Aber es geht ja eigentlich auch nicht ums Brauchen, es geht ja ums Haben. Ist ja ein Survival-Game. Wie viel kostet so ein Ding? Nuts hier. 20 Components. Ja, 20 Components. Die würde ich vielleicht lieber eher für Schränke behalten, oder? Oder vielleicht Sachen, die wir noch nicht haben, wie eine Sägemaschine. Reloading Bench haben wir, Furnace haben wir, Repair Bench haben wir. Eigentlich haben wir schon alles, bis auf die Sägemaschine, die wir nicht unbedingt brauchen, weil wir keinen Strom haben. Die können wir aus Prinzip natürlich machen, damit wir die haben. Würde ich hinterm Haus machen, aber das Holz ist. Und die Dinger, davon würde ich vielleicht auch mal gerne eins bauen. 55 Baumstämme, 70 Baumstämme. 2 Etagen. Oh. Stimmt ja, das müssen wir irgendwo anders bauen. Okay. Würde ich trotzdem gerne mal versuchen, einfach so ein Ding irgendwo hinzubauen. Weil dann sind wir nicht drauf angewiesen. 96 Stunden! Ich glaube, das macht man etappenweise, oder? Ich meine, man verbaut ja eh immer so ein paar Baumstämme, ein paar Baumstämme, ein paar Baumstämme. Aber ich würde so ein Ding schon gerne bauen. 50 Nägel haben wir, glaube ich. 30 Sticks kriegen wir auch gerade noch hin. 30 Bretter auch. Als Zwischenstation irgendwo. Oh, das wird mir zu aufwendig, wenn ich ehrlich bin. Jetzt noch ein komplettes Haus irgendwo hinbauen und dann nochmal da
ja, zumindest rudimentär einrichten, essen, trinken, das ist mir zu aufwendig, wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste, wo ich es hinbaue. Also wenn, ne, wenn wir hier die Straße runterfahren, zur Tankstelle, also nicht zu der Tankstelle, okay. Wenn wir hier die Straße runterfahren, wo wir neulich angeschossen wurden, da wo wir die Autos immer wegdrömeln, die zweite Tankstelle quasi, ne, dann hier geht die Straße runter, zweite Tankstelle, dann geht's ja da runter, da ist noch dieses große Banditencamp, wo der eine uns neulich angeschossen hat, als ich sagte, jo, nicht, dass der uns sieht, pff. Da wo wir noch nicht waren, das Banditencamp, da müssen wir noch hin. Dann geht er hier die Straße rund, hier runter vom Banditencamp aus, hier in so eine große Stadt, die größte Stadt, glaube ich. Da soll sich noch nicht so viel getan haben. Da laufen auch Banditen rum, die müssen wir nochmal ein bisschen ausräumen, ob es sich lohnt, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wir nehmen trotzdem alles mit. Und dann ist ja hier der große, hier ist ja der große See, in dieser Kuhle, wo wir neulich schon dran vorbeigefahren sind. Da wo dieses Gebäude ist, wo man noch nicht rein kann. Das doppelstöckige Bürogebäude, was immer das ist, wo man noch nicht rein kann. Und dieser See, an diesem See in der Nähe, da würde ich mir das bauen. Dann haben wir nämlich immer Wasser. Ob dann Bär, da läuft bestimmt auch ein Bär rum. Zumindest lief da mal ein Bär rum an dem See irgendwo. Und hier wäre der See, hier wäre das Haus und hier wäre die Stadt, die große. Da würde ich es bauen. Gut. Habe ich wieder völlig unnötig erklärt. Interessiert wahrscheinlich gar keinen. Ist aber egal. Gut zu wissen. Toll. Da würde ich sagen, Tag ist rum. Zaun haben wir gebaut. Haben gemacht, was wir machen wollten. Und dann gehen wir erstmal schlafen für 7 Stunden. Huch. Warte, bevor ich schlafen gehe für 7 Stunden. Wie sieht's hungertechnisch aus? Hungertechnisch haben wir nicht so viel Hunger. Dann esse ich mir mal das Dreitmiet rein. Wässerchen. Das kann man schnell auffüllen. Schön, dass das durch die Wand geht. Das finde ich ganz gut. Das finde ich wirklich sehr praktisch. Inzwischen ist es egal, weil wir natürlich alle mit Zäunen gesichert haben, aber vorher war es natürlich super praktisch. So, und jetzt resten wir mal. Wie lange wollten wir? 7 Stunden. Und wir können durchschlafen, weil kein Zombie mehr in unser Haus rankommt. Außer wenn er sich hierhin verirrt. Das muss aber erstmal passieren. Okay, ich gucke nochmal ganz schnell. Ich weiß, die Folge hat wieder Überlänge. Warte.